Was ist denn los? Ist alles in Ordnung? Natürlich, Mom. Es war nur ein böser Traum. Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Ja. Es war bloß ein Traum. Das muss aber ein Traum gewesen sein. Sag mal, du hast ja schon wieder dein Nachthemd zerrissen. Du schneidest besser deine Fingernägel oder hörst auf, solchen Unsinn zu träumen. Entweder das eine oder das andere. Hm? Gute Nacht. Gute Nacht, Mom. War der scheußlichste Albtraum, den ich je hatte. Offen gestanden hatte ich diese Nacht auch einen schlimmen Traum. Mhm. Er erinnerte mich an das Lied, das wir früher immer gesungen haben. Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Drei, vier, verschließ bloß deine Tür. Genau. Sieh mal, Tina, da kommt Rod. Hi, Leute. Tina, ich habe letzte Nacht von dir geträumt. Es hat richtig gekribbelt. Sag mal, Rod, wie kann bei dir denn was kribbeln? Du bist doch noch im Windelalter. Oh, hör auf. Na, hat's gekribbelt? Oh, ich muss los. Tschüss, Leute. Aber das Windelalter kriegst du noch wieder. Verrückt nach dir, Tina. Na, und wenn schon. Er ist mir zu wild. Sag mal, Nancy, du hattest also auch einen Albtraum diese Nacht? Ach, vergiss es. Schließlich hat jeder mal einen Albtraum. Nichts Weltbewegendes. Wir müssen. Bye, Glenn. Bis nachher. Ach, bevor ich es vergesse. Meine Mutter besucht über das Wochenende ihre Schwester. Habt ihr nicht Lust, heute Nacht bei mir zu übernachten? Wir können uns doch einen witzigen Abend machen. Aber klar doch, wir kommen gern. Okay, ihr zwei, bis heute Abend dann. Ich muss jetzt los. Hey, hattest du auch einen Albtraum? Weg ist er. Hm. Vielleicht kriegen wir ein Erdbeben oder so. Man sagt, vor einem Erdbeben passieren die unheimlichsten Sachen. Es gab aber kein Erdbeben. Und Tina dachte noch immer an ihren Traum, als sie am Abend zusammen mit ihren Freunden Nancy und Glenn im Wohnzimmer saß, bei Chips und Limonade. Die schmecken aber gut. Ich bin echt froh, dass ihr hier bleiben dürft. Als meine Mutter mir nämlich sagte, dass sie 2 Tage weg ist, bin ich vor Angst fast gestorben. Kein Problem. Glenn und Nancy als Retter in der Not. Glenn, ich kann es gar nicht glauben, dass deine Mutter dich übernachten lässt. Nun, das tut sie auch eigentlich nicht. Kann ich mal kurz telefonieren, Tina? Na klar doch. Da hinten ist das Telefon. Okay. Nancy, reich mir doch bitte mal den Kassettenrekorder. Hier. Danke. So. Ich habe da einen Cousin, der in der Nähe des Flughafens wohnt. Und der hat mir diese Geräuschkassette geliehen. Hallo, Mom? Ja, ich bin hier draußen bei Barry. Ja, ja, der übliche Lärm. Bin froh, dass wir hier nicht wohnen. Was? Tante Alice lässt dich grüßen, ja? Ich ruf dich morgen früh an. Keine Sorge. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ein Autorennen draußen. Ich muss Schluss machen, Mom. Ich fürchte, draußen ist ein Unfall passiert. Wie geht denn das aus? Genau, ich rufe die Polizei. Nein, bloß ein paar Nachbarn, die sich streiten, schätze ich. Du musst da draufdrücken. Ja, alles klar, mir geht's gut, Mom. Ich rufe dich morgen an, ja? Ja. Oh Mann. Mann. Herrlich. Die beste Zauberformel. Die Vorstellung hat Rodner verpasst. Siehst du, Tina, du hast den bösen Traum schon fast vergessen. Habe ich dir nicht gesagt? Den ganzen Tag sah ich das grausige Gesicht dieses Kerls vor mir. Ich höre immer zu diese Fingernägel. Fingernägel?
Seltsam, dass du das sagst. Dabei fällt mir der Traum ein, den ich letzte Nacht hatte. Was hast du denn geträumt? Ich habe von so einem Typen in einem schmutzigen grün-roten Pullover geträumt. Und er hatte diese Fingernägel, mit denen er über alles strich. Aber eigentlich waren es eher Messer. Irgendwas, als hätte er sie sich selbst angebracht. Auf jeden Fall machten sie dieses scheußliche Geräusch. Ungefähr so. Nancy! Du hast von demselben Typen geträumt wie ich? Quatsch, das ist doch unmöglich. Zwei Menschen können nicht von... Hey, hör doch mal. Was ist? Da draußen ist jemand. Ich hab nichts gehört. Nö, ich auch nicht. Oder... Doch! Oh! Nein! Kommt, wir sehen nach. Hier werde ich zeigen, wer du auch sein magst. Ach, das wird bloß eine doofe Katze sein. Pussy, Pussy. Miau, Miau, Fresschen. Fresschen. Ach, komm wieder rein, Glenn. Wir haben uns getäuscht. Der Glenn nur 3 Meter vom Ziel mit einer brillanten Finte niederwirft. Und die Fans sind ganz auf dem Häuschen. Mistkerl, lass mich los. Was? Oh, was um alles in der Welt machst du denn hier? Ich habe gehört, deine Mutter ist nicht da, Tina, Schätzchen. Meine Mutter ist... Hey, was hast du denn da an der Hand? What? Das ist ja... Eine Handhake. Die lag drüben im Geräteschuppen. Gut, was? Hört mal. Geht durch und durch, was? Was ist hier eigentlich los? Eine Fete? Ohne mich? Vielleicht bald ein Begräbnis, du Nulpe. Sag das nochmal. Mensch, Rod, steck das Messer wieder ein. Beruhige dich. Ich bleibe über Nacht. Glenn wollte gerade gehen. Gebongt. Deine Mama ist also nicht zu Hause? Na dann. Tina und ich haben was zu besprechen. Wir nehmen das Schlafzimmer. Ihr beide habt den Rest des Hauses. Komm, Glenn. Ich glaube, wir sollten gehen. Ich weiß nicht. Bleibt doch hier, Leute. Bitte. Ihr könnt mich doch mit diesem Irren nicht allein lassen. Also werden wir gemeinsam auf sie aufpassen. Die ganze Nacht lang. Kommst du, Nancy? Wir sind wegen Tina hier und nicht unseretwegen, okay? Mhm. Mit anderen Worten, ich schlafe auf der Couch, okay? Mhm. Warum regt sich Tina eigentlich wegen eines dämlichen Albtraums so auf? Weil es so beängstigend war, das ist alles. Meinst du nicht, dass es ein bisschen unheimlich ist, wenn wir beide von demselben Kerl träumen? Du hast letzte Nacht doch auch geträumt, nicht? Also ich erinnere mich nie an meine Träume. Bloß, dass mein Laken praktisch in 2 Hälften zerfetzt ist. Was? Ja. Ich leg mich jetzt schlafen und du solltest das Gleiche tun. Ich bin ziemlich müde. Gute Nacht. Gute Nacht. Nancy wollte eigentlich noch mehr über Glenns Träume erfahren. Aber es war schon spät und sie fühlte sich auch plötzlich ziemlich müde. Sie schloss sich in Tinas Zimmer ein und überließ es Glenn, sich auf der Wohnzimmercouch so bequem wie möglich einzurichten. Nebenan lag Tina zusammen mit ihrem Freund Rod und starrte verträumt an die Decke. Weißt du, dass ich dich eigentlich nicht ausstehen kann? Aha, hat man aber nicht gemerkt. Also, was du vorhin mit Glenn gemacht hast, war echt nicht fair. Hör doch auf. Das war doch nur ein Scherz. Vergessen? Ja, vergessen. Ach, lass uns schlafen. Gute Nacht. Und ab heute keine Albträume mehr. Wann hattest du denn zuletzt einen Albtraum? Jungs haben auch Albträume. Ist nicht unbedingt ein Privileg von euch Mädchen. Rotze, wach doch auf!
schläft wie ein Murmeltier. Da hat einer einen Stein ins Fenster geworfen. Also dem werde ich was erzählen. Zeigen Sie sich! Hier bin ich, Tina! Nein! Ah! Nein! 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 Und ich bin schon in der Außenstecke. Mein Gott, Tina, wach doch auf! Tina! Das ist dein Alter und das ist nicht wahr! Tina, nein! Helf mir! Nein! Helf mir doch! Tina! Wer war das? Wer war das? Wer hat das getan? Rod! Rod! Glenn, was ist passiert? Nein, Nancy! Nancy, sieh nicht hin! Was ist mit Tina? Ist sie tot? Tina war tot. Voller Abscheu sahen Nancy und Glenn sich im verwüsteten Zimmer um. Sie sahen auch das geöffnete Fenster, durch das Rod geflohen war. Was war hier geschehen? Nancy wollte weinen, aber sie tat es nicht. Tränen würden Tina nicht wieder lebendig machen und sie würden auch nicht den sadistischen Kerl zur Strecke bringen, der sie umgebracht hatte. Sie musste herausfinden, wer das war. Das schwor Nancy, als ihr Magen zu revoltieren begann und sie sich übergeben musste. Eine Stunde später trafen Nancy und Glenn im Polizeirevier ein, um das Aussageprotokoll zu unterschreiben. Bei der Waffe handelt es sich allem Anschein nach um ein Rasiermesser. Sieht aus, als hätte der Freund des Opfers es getan. Ein Typ namens Rod Lane. Lane. Oh, Musikertyp. Ein paar Anzeigen wegen Prügeleien, Trunkenheit, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Kennen wir ja solche Typen, ne? Tinas Eltern haben wir schon benachrichtigt. Nach Aussage der anderen Kids ist der Vater des Opfers vor ein paar Jahren abgehauen. Und die Mutter ist in Las Vegas. Wir versuchen gerade, sie zu finden. Großartig. Und was hat sie dort gemacht? Sie wohnt dort bei... Nein, nein, die meine ich nicht, Parker. Was sie da gemacht hat, frage ich. Hey, hey, dich meine ich. Daddy, ich... Wie auch einen schönen Abend, Donald. Hast du mal vorher? Marge, du bist auch hier? Okay, Nancy, ich will jetzt nicht weiter in dich dringen. Ich weiß, du brauchst Zeit. Aber ich würde verdammt gerne wissen, was du da mit den drei anderen Jugendlichen mitten in der Nacht zu suchen hattest. Vor allem, wenn einer davon ein Wahnsinniger ist, wie Rod Lane. Dad, Rod ist nicht wahnsinnig. Er war wahnsinnig eifersüchtig. Erzähl ihm von dem Streit, den sie hatten. Das war doch nicht so ernst. Nicht so ernst? Hältst du einen Mord für nichts Ernstes? Oh, natürlich ist das was Ernstes. Tina war meine beste Freundin. Wie kannst du sagen, ich nehme ihren Tod nicht ernst? Ich meinte nur, dass ihre Zänkereien nicht so ernst waren.
Wisst ihr, Tina hat schon vorher davon geträumt, dass sowas passieren würde. Was? Dass was passieren würde? Sie hatte einen Albtraum, in dem jemand versucht hatte, sie umzubringen. Deshalb waren wir ja bei ihr geblieben. Sie hatte Angst, alleine zu schlafen. Marge, bring Nancy nach Hause. Das ist alles viel zu viel für sie. Sie braucht jetzt Ruhe. Komm, Nancy. Okay, Mom. Bye, Dad. Schlaf dich aus, Kleines. Früh am nächsten Morgen telefonierte Don Thompson mit seiner geschiedenen Frau, während Nancy wie gebannt vor dem Fernseher stand und den Lokalnachrichten lauschte. In den Schlagzeilen heute Morgen: der brutale Mord an einem jungen Mädchen aus Springwood während einer All-Night-Party. Die Polizei sagt, das Opfer, die 15-jährige Tina Gray, habe sich kurz vor dem Mord mit ihrem Freund gestritten. Nach dem jungen Mann, Rod Lane, wurde inzwischen eine Großfahndung eingeleitet. Laut Mitteilung der Polizei scheint es sich bei der Mordwaffe um ein Rasiermesser oder einen ähnlich scharfen Gegenstand zu handeln. Ich muss Schluss machen, Don. Bis dann. Geh heute nicht zur Schule, Kind. Du brauchst dringend Schlaf. Ich habe gehört, wie du die ganze Nacht um dich geschlagen und dich herumgewälzt hast. Ich muss zur Schule, Mom. Sonst sitze ich hier nur rum und drehe durch. Hast du überhaupt geschlafen? Ich werde mich nachher im Arbeitsraum der Schule ein wenig ausruhen. Ich will mich lieber beschäftigen, verstehst du? Kommst du anschließend direkt nach Hause? Direkt nach Hause. Wiedersehen. Wiedersehen. Dir nichts tun. Ich muss mit dir reden, Nancy. Dein Alter glaubt, ich war's wie. Und? Warst du's? Natürlich nicht. Ich hab sie noch nicht mal angerührt. Du hast aber wie ein Irrer geschrien. Mensch, Nancy, da war noch jemand im Zimmer. Die Vordertür war doch verschlossen und die Schlafzimmertür war von innen versperrt. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, dass ich Tina nicht einmal angerührt habe. Nancy, glaub mir, ich... Ich bin fertig. Hände hoch. Daddy. Los zur Seite und hoch die Hände. Dad, bitte nicht. Nancy, weg da. Hau ab, Rod, schnell. Bist du verrückt? Hinterher, Parker, verhaften. Was wollt ihr überhaupt? Du hast mich benutzt. Ich war dein Lockvogel. Was zum Teufel hast du erwartet? Und was hast du heute überhaupt in der Schule zu suchen? Was für eine Frage. Hey, Nancy! Bleib hier! Nancy! Bei größter Anstrengung war es Nancy kaum möglich, in Mrs. Solomons Englischunterricht wach zu bleiben. Seit dem Mord an ihrer Freundin Tina waren schon 2 Nächte vergangen, in denen sie kein Auge zugetan hatte. Was wir sehen, ist nicht immer die Wirklichkeit. Also laut Shakespeare gibt es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Na gut, wir fahren fort mit Shakespeare. In the most high and palmy state of Rome... A little ere the mighty Julius fell. The grave stood tenantless, and the sheeted dead did squeak and gibber in the Roman street. Michael, bitte wiederhole den Text und lies anschließend weiter.
In the most high and palmy state of Rome, a little ear the mightiest Julius fell. The grave stood tenantless, and the sheeted debt did squeak and gibber in the Roman street. O God, I could be bounded in a nutshell and count myself the king of infinite space, were it not that I have bad dreams. Nancy. Tina? Komm zu mir, Nancy. Ich brauche dich. Tina! Nancy, komm! Ja! Warte, Tina! Passierschein, kommst du nicht durch, Nancy! Tina? Bist du dort unten? Tina! Wir sind bei dir. Nancy, so beruhige dich doch. Nancy! Ist schon okay. Bist du in Ordnung, Nancy? Soll ich deine Mutter verständigen? Nein. Nein. Danke, Mrs. Sullivan. Nein, wirklich nicht. Ich gehe nur besser nach Hause. Tu das. Nancy, warte! Ich stelle dir noch den Passierschein aus. Nancy, so warte doch! Du kommst doch ohne den Schein nicht raus. Arbeitet weiter. Nancy kam raus. Sie verließ die High School und fuhr mit dem Bus zur Polizeiwache, wo ihr Vater Dienst hatte. Sie musste mit Rod sprechen. Endlich kam Lieutenant Thompson durch die Tür. Na, Nancy? Dad, endlich. Dad, ich möchte mit Rod Lane sprechen. Nur Besuchserlaubnis für Angehörige, Nancy. Du kennst die Vorschriften. Ich möchte ihn nur einen Moment sprechen. Nancy, der Bursche ist gefährlich. Dad, du weißt doch gar nicht, ob er es gewesen ist. Nein, nein, das weiß ich natürlich nicht mit Sicherheit. Ich weiß nur, dass er letzte Nacht mit einem Mädchen in einem abgeschlossenen Raum war. Dass das Mädchen lebendig hineinging und tot wieder rausgetragen wurde. Ich will nur kurz mit ihm reden. Bitte, Dad, ja? Nun gut, aber mach schnell. Sergeant, führen Sie meine Tochter zu Rod Lane. In Ordnung. Danke, Dad. Kommen Sie. So, hier bitte. Nancy, schön, dass du kommst. Wie geht es dir? Danke.
Rod, du musst mir genau erzählen, was letzte Nacht passiert ist. Ich war gerade eingeschlafen, als Tina wie wild im Schlaf um sich schlug und schrie. Sie schien mit jemandem zu kämpfen. Ja, ich hatte das Gefühl, als ob da noch jemand unter der Decke war. Aber er war unsichtbar. Das ist verrückt. Glaubst du, ich wüsste das nicht selbst? Ich begreife es nicht. Ich werde noch wahnsinnig. Wenn da noch einer unter eure Decke gekrochen wäre, das hättet ihr doch gemerkt, oder? Nancy, da war einer. Aber ich erwarte sowieso nicht, dass du mir glaubst. Hast du ihn sehen können? Nein, verdammt nochmal. Man konnte den Drecksker nicht sehen. Man konnte nur sehen, wie die Schnitte gezogen wurden. Wie bitte? Und du hast zugeguckt, aber weißt nicht, wer es war und wie er aussah? Es war, als würden sie von vier Rasierklingen gleichzeitig geschnitten. Aber die Klingen waren auch unsichtbar. Ich hätte sie retten können. Ich hätte schneller reagieren müssen, aber ich dachte, es wäre schon wieder dieser Albtraum. Rod, welcher Albtraum? Derselbe, den ich vorher hatte. Da war auch dieser Kerl mit den Messern an den Fingern. Glaubst du, ich hab's getan? Nein. Aber ich muss jetzt gehen, Rod. Zu Hause legte sich Nancy in die Badewanne, hielt die Augen geschlossen und hoffte, das heiße, schaumige Wasser würde all ihren Kummer fortspülen. Es war angenehm, in der Wanne zu liegen. Freddy kommt vorbei. Drei, vier. Verschließe deine Tür. Fünf, sechs. Jetzt ist es gut. Sieben, acht. Es ist gleich Mitternacht. 9, 10, 4, 5, 6, 7. Nancy! Ist dir nicht gut? Nancy! Oh, Mom, was ist denn? Da drin, hörst du? Andauernd ertrinken Menschen in der Badewanne. Ich komme in ein paar Minuten raus. Sie etwas unter Wasser. Sie versuchte, sich am Rand der Badewanne festzuhalten. Aber sie kam sich vor wie in einem Abgrund. Passiert? Ach, nichts weiter. Ich bin nur in der Wanne ausgerutscht. Oh, Nancy, mein Armes. Es ist nichts passiert, Mom. Na gut. Es ist auch schon spät. Zeit, ins Bett zu gehen, junge Dame. Und ich will keine Widerrede hören. Okay, Mom. Ich möchte mich nur noch abtrocknen. In einer Minute bin ich im Bett. Versprochen? Versprochen. Und morgen gehst du nicht zur Schule. Ich möchte, dass du abschaltest und dich ausruhst. Schlaf schön. Morgen sieht alles ganz anders aus. Okay, Mom. Gute Nacht. Schlaf schön. Ich darf nicht schlafen. Aha. Bleib wach, Pforte. Es war kurz nach Mitternacht, als Nancy den Lärm vor ihrem Fenster hörte. Langsam, wie im Traum, stieg sie aus dem Bett und öffnete das Fenster. Es war windig draußen. Die Vorhänge flatterten in der kühlen Nachtluft. Irgendwo rief ein Käuzchen.
Plötzlich tauchte jemand aus der Dunkelheit auf und presste Nancy die Hand auf den Mund, um ihren Schrei zu ersticken. Ich bin's. Psst. Glenn! Ich sah bei dir noch nicht, also dachte ich mir, ich schau mal vorbei und gucke, wie es dir geht. Manchmal wünschte ich mir, du würdest nicht direkt gegenüber wohnen. Aber eigentlich bin ich froh, dich zu sehen. Sei still und lass mich rein. Nee, nicht aufs Bett, du. Na gut, aber einen Kuss kriege ich. Mhm, ja. Oh! Hey, was hast du denn mit deinem Arm gemacht? Verbrannt. In der Schule. Was? Mir hat man erzählt, du wärst ausgeflippt im Englischunterricht. Mag sein. Glenn, hör mal zu. Ich muss dich um einen verrückten Gefallen bitten. Aha, was denn? Es ist nichts Schwieriges. Ich will nur jemanden suchen gehen. Und du sollst Wache halten, okay? Klar, denk schon. Aber ich verstehe nicht. Du brauchst nichts weiter zu verstehen. Nur eins. Mhm. Schlafe bitte nicht ein. Und wenn du siehst, dass ich einen Albtraum habe, weck mich auf, ja? Der Prinz gab ihr einen Kuss und die Prinzessin erwachte aus ihrem 100-jährigen Schlaf. Bitte, Glenn, nimm das ernst. Wenn du was vermasselst, könnte es für mich gefährlich werden. Warum sollte ich's denn vermasseln? So, und jetzt machen wir das Licht aus. Und ins Bett. Oh ja. Du bleibst im Sessel. Und vor allen Dingen wach. Klar? Ei, ei, Milady. Wache ist angetreten. In seiner Zelle und schläft. Hey, Rod! Kannst du mich hören? Hey, Rod! Ah! Rod kann dich nicht hören, Nancy. Rod schläft. Und ich werde ihn mir holen. Siehst du dieses schöne, weiße Laken? Das gibt eine herrliche Schlinge für unseren Freund Rod. Lass mich nicht an, du Bastard! Los! Was habe ich denn getan? Och, ich hatte dich um etwas ganz Simples gebeten. Einfach nur wach bleiben und mich im Auge behalten. Mich einfach wecken, wenn es so aussieht, als träumte ich schlecht. Und was tust du?
Scheiße, deine Mutter. Psst. Nancy, bist du okay? Mir geht's gut, Mom. Ich hatte bloß einen schlechten Traum. Okay, wenn du mich brauchst, ruf mich. Okay, Mom. Gute Nacht. So, und was passiert jetzt? Wir müssen sofort aufs Polizeirevier. Dieser Bastard will sich Rod holen. Er hat es gesagt. Los, komm. Ich verstehe kein Wort. Das ist jetzt auch völlig unwichtig. Komm schon. Oh, du meine Güte. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Ich muss sofort zu Rod Lane. Ach, als ich die Nachtschicht übernahm, glaubte ich zur Abwechslung mal etwas Ruhe zu haben. Es ist dringend. Ich muss Rod sofort sprechen. Es ist 3 Uhr früh. Weiß deine Mutter, wo du um diese Zeit bist? Nancy. Daddy, was machst du denn hier? Na, zufällig arbeite ich hier. Wir ermitteln in einem ungeklärten Mordfall und ich bin nicht für ungeklärte Mordfälle. Vor allem nicht, weil meine Tochter darin verwickelt ist. Die Frage ist nur, was zum Teufel treibst du um diese Zeit hier, hä? Nancy hatte einen Albtraum. Sie meint, Rod steckt in irgendwelchen Schwierigkeiten. Dad, ich will nur sehen, ob er okay ist. Der Bursche schläft wie ein Murmeltier. Glaub mir, Nancy. Dein Freund Rod hört uns diese Nacht nicht davonlaufen. Nur nachgucken, Dad. Mehr verlange ich ja nicht. Bitte. Also gut, schauen wir kurz mal rein. Aber anschließend fahre ich euch persönlich nach Hause. Parker, die Schlüssel bitte. Sofort, ja, Moment mal. Wo habe ich jetzt bloß wieder die Schlüssel? Oh, nun machen Sie doch. Jede Sekunde kann tödlich sein für Rod. Ah ja, hier. Da ist er ja. Danke. Kommt ihr beiden. Endlich. Rod! Nein! Dieser verdammte Idiot. Wie konnte er das nur tun? Es ist zu spät. Er hat sich erhängt. Wie entsetzlich. Ich hab's gewusst. Ich hab es gewusst. Wieso wusstest du, dass dies passieren würde, Nancy? Wieso? Ich hab's geträumt. Eine Woche später wurde Rod Lane beerdigt. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Amen. Amen. Zeit, nach Hause zu gehen. Der Mörder ist noch auf freiem Fuß, solltet ihr wissen. Wovon sprichst du? Zuerst Tina, dann Rod. Willst du damit sagen, dass Tina von jemand anderem getötet wurde? Und dass Rod keinen Selbstmord verübt hat? Tina und Rod sind beides Opfer von diesem... Von wem? Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber ich kann ihn dir beschreiben, Dad. Er hat Brandnarben im Gesicht. Und trägt einen verrückten, zerknautschten Hut. Und einen rot-grün gestreiften Pullover. Nancy, woher weißt du... Erzähl weiter. Und er hat diese Messer. Nur sie sind eher wie Fingernägel. Und er versucht, mich umzubringen, wie er Tina und Rod umgebracht hat. Ich denke, du solltest besser ein paar Tage zu Hause bleiben. Komm, steig ein. Und vor allen Dingen musst du einmal richtig ausschlafen. Nein, das kann mir nicht helfen. Ich träume von diesem Kerl, genau wie Tina. Und so war es bei Rod wahrscheinlich auch. Er holt sich seine Opfer, während sie träumen. Und jetzt ist er hinter mir her. Wirst du ihn finden, Daddy? Bitte? Wir werden dir helfen, Nancy. Gleich morgen früh. Dann wird dich niemand mehr bedrohen können. Mom. Dad, was habt ihr vor? Steig erstmal ein, Nancy. Du wirst schon sehen. Es wird alles gut.